Gelungen ist er. Dann bekommst du eine neue Initiative und wir gehen in die nächste Kampfrunde. 13, Kronox. Der Novize hat auch meine Sonderfertigkeiten. Ja. Wuchtschlag, Sturmangriff, ja, das. Gut, der Novize sieht, was der Plan ist, denn da sind Heretiker. Er macht einen Sturmangriff auf den ersten. Okay. Braucht Sturmangriff nicht zwei Aktionen? Ja. Das ist richtig. Das heißt, ich mache den erst später, oder wie ist das? Nö, du kannst ihn jetzt machen. Okay. Du kannst halt nur nicht mehr parieren danach. Dann kannst du ihn schon mal würfeln. Und je nachdem, ob er gelingt oder nicht, schaue ich mal, was der Pilger vom Haus der Schwarzen Sonne tut. Das ist gelungen. Okay, dann wird er einfach nur versuchen zu parieren, setzt ein Schwert und das ist gelungen. Dementsprechend stirbt es auf ihn zu, es klingt und klonkt und dann passiert nichts weiter, außer dass ich gleich zuschlage, aber erst auf der 17. Falk! Ich würde probieren, den unteren mit einem Wurf durchzutreffen. Er ist in mittlerer Distanz. 10, 11 Meter. Dann würfel nochmal bitte einen weiteren W20. Und dann gucken wir mal, ob das ein Patzer ist. Nicht gepatzt. Okay. Dann einfach nur nicht getroffen und dein Wurfdolch fliegt durch den Kellerraum. Irgendwo hinten klonkt er auf den Stein und du hast kein weiteres Messer. Erstmal in deiner Hand. Vielleicht hast du noch andere. Zaron. Du betest weiter. Ja, ich bete weiter. Ich brauche insgesamt 5 Kampfrunden. Alles klar, sag Bescheid, wenn du soweit bist. 17. Dann fange ich an mit dem Pilger, der gerade bei dem Novizen von Kronok steht. Du hast keine weiteren Paraden mehr. Ich würde einfach einen Wuchtschlag 3 machen. Das ist gelungen. Du hast für Waffen kämpfen? Langschwerter. Und Wuchtschlag 3 sind 9 TP. Novizen tragen keine Rüstung. Wir wissen es alle, sind 9 SP. Oh. Das ist ein guter Hinweis. Okay. Gut, das war der erste. Dann wird der zweite... Aber das ist wahrscheinlich eine Wunde, ne? Das SP. Ist... ich habe Wunschschwelle 9, also ist es eine Wunde, oder? Achso, okay. Nee, nee, dann nicht. Nee, ist keine Wunde, okay. Also... Gut. Ja, das ist vor. Sekunde. Darfst du den Bluthund mal auf 5 Schritte zurückziehen? Ja, 5 Schritte zurück. Richtig. Und zwar auch... wahrscheinlich steht dann der Pilger noch nicht direkt vor mir. Ich habe meinen Wurfspeer in der Hand und werde diese Kampfrunde auf den Bluthund werfen. Ja. So, das ist eine Attacke, die erschwert ist, aber nicht mehr als 7. Dementsprechend ist das geschafft. Und durch die Distanz kommt eine 3er Schaden zusätzlich drauf. Das ist ein Angriff zum Niederwerfen, ne? Aber ich glaube, gegen das Hunde. Eigentlich schon. Das, also immer, das ist immer ein Angriff zum Niederwerfen. Körperkraftruhe schwert 4. Ja, ich würfel einfach mal. 11. Boah, der Hund hat wahrscheinlich keine Körperkraft von 11. Ich muss mal gucken, wenn er von Bal Iriad beseelt ist, ob das anders ist. Er bräuchte eine KK von 15, das zu schaffen. Bum, 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 bum. Tiffy, weißt du das? Die Hundewerte? Entscheidet doch einfach, was du am spannendsten findest, Rusty. Also von mir aus kann er keine KK von 15 haben. Würfel man noch Just of an die Trefferzone, könnte ja Kopf sein, aber nein. Ist der Speer geweiht? Nee, ist er nicht. Nein, ist er nicht. Ah, okay, dann kriegt er sowieso. Wie viel Schaden hast du gemacht? 14? 14. 14 halbiert, gut. Ja, dann triffst du den Speer und der Hund wird wohl nicht festgenagelt, fliegt wohl aber einen halben Schritt zurück und klonkt dann wohl gegen eine der Steinstatuen, wo er sich erst einmal ein bisschen berappeln muss. Kannst du aber auch sehen, dass normaler Hund jetzt wohl tot umgefallen wäre. Er blickt dich jetzt aber knurrend drohend an. Okay, aber wenigstens kann er diese Kampfrunde dann nicht mehr rankommen. Das waren meine Aktionen. Dann dürfen die Pilger. Die Pilger, du hattest eben vorgezogen, eine auf dich, eine auf den Novizen von Janus. Und dann sind das im Prinzip 2 Sturmangriffe, die ich auswürfel. Unten habe ich doch einen für Kain. Das sind einfach 3 Sturmangriffe. Die treffen alle auf die 16. Das Schwert brauchen Sturmangriffe nicht immer noch 2 Aktionen? Ja. Ja, haben die doch heute. Haben die doch.
Die sind doch schon gelaufen. Nee, die, die können doch von da anlaufen. 4 Meter brauchen sie mindestens und dann machen die. Angefangen, sind und angelaufen. Hier gestartet? Die haben nee, das letzte Runde von hier nach da und jetzt von da nach da. Sturmangriff, alle würden treffen. Ja, ich frage hinterher. Novizianus möchte gerne parieren. Genau, von mit seinem an. Säbel. Das ist pariert. Genau, ist natürlich kein Eisschwert, aber. Aber ich habe doch ein geweihtes Schwert, oder? Nein, Noviz hat doch kein geweihtes Schwert, ein normales Schwert. Gut, dann hast du den ersten pariert. Dann, Ronga kann nicht parieren. Nein, kannst du nicht, aber mach mir Schaden. Sturmangriff plus halbe Geschwindigkeit plus 4 sind 9 und halbe Geschwindigkeit, die haben irgendwas mit 8. Müssten 5 plus 4 sind 9. Plus sind 13 Schaden. 13 Schaden. 13 Schaden in den Arm. Rüstung ist leider nicht eingetragen da, aber linker Arm sind 4, das sind 9 Schaden, die durchgehen auf der Wundschwelle. Und dann habe ich noch einen Sturmangriff gegen den Novizen Kain. Ein unter der Wundschwelle. Er ist parried mit einer gewürfelten 13. Alles klar. Dann sind meine Novizen, meine Pilger sind alle fertig und nach der 17 kommt der Novize Kain. Der möchte selbstverständlich zurückschlagen. Ja. Sturmangriff, ich habe keine Parade, du musst nicht finden. Ah, ich muss nicht finden. Ja, dann kriegst du 4er Wucht. Der ebenfalls trifft. Ach da, ja. Ich muss in den Chat gucken. Gut, dann kannst du einen Schaden machen. Ach, die haben einen Kurzschwerter, ne? W plus 2. Langschwerter, ja. Also Langschwerter? Die haben Langschwerter. Achso, die Pilger. Halt einfache Waffen. Kurz oder Langschwerter? Einfache Waffen, 1 W6 plus 4. Also kriegt er W plus 8. 9. 9 für den Pilger 11. Die haben natürlich auch keine Rüstungsteile an. Außer irgendwie eine dicke Kleidung. Okay, nach der 19, die 20, Novize Janus. Jawohl, Novize Janus schlägt zu. Hat keinen Wuchtschlag, macht trotzdem eine 4er Ansage zur Schadenserhöhung, die dann einen 2er Bonus gibt. Das ist geschafft. Eine Parade findet nicht statt bei Sturmangriff. Korrekt. Ronga hat er schon vorgezogen, der ist fertig. Pilger 6. Das sind 12. Bekommt 12. Ja, mit einem lauten Schrei. Praios Vult! Und für Brynn. Der Trefferzonenwürfel ist wo? Der Trefferzonenwürfel. Im Kampfreiter, der hat Vitruvianische Mann. Hast du auch gewürfelt gerade? Gut. Dann, für Brynn wird gerade alles sehr, sehr viel langsamer und du wirst sehr, sehr viel schneller. Ja, man wird ein paar freie Schritte in diese Richtung machen, die man mittlerweile hat. Und dann einen Sturmangriff auf diesen Pilger. Freie Aktion Schritt und dann 2 Aktionen auf jemanden, der sich nicht mehr wehren kann, weil er schon seine Aktion in dieser Runde verbraucht hat. Das ist getroffen. Ja. Meine Geschwindigkeit ist momentan 16, also halbiert 8 plus 4 macht 12 Bonus. Aua. Mit einer Streitaxt auf Pilger 11, der hatte Kopf. Schon 9. Der Kopf ist ab. Verdoppelt, okay, dann beschreib bitte die Szene. Ja, ne, man sieht, wie Brynn einige Schritte zur Seite macht, um einen geraden Anlaufwinkel zu bekommen. Und dann rennt er auf den Pilger los, um den Novizen zu unterstützen und schlägt ihm die Axt seitlich in den Kopf hinein, die sich fast bis zum Kiefer herunter reinbohrt, nur um sie danach rauszureißen und zu rufen, für Rondra! Und dabei böse zu grinsen, weil er weiß, das war überhaupt nicht unreal. Mit einem lauten Platschen geht der Kopf zu Boden und wir schreiben die nächste Kampfrunde. 13, Kronox. Für Rondra wiederhole ich und mach einen Wuchtschlag um 3 Erschwert. Du bist ganz vorne, ja. Okay, ich darf das parieren. Ich habe wieder Paraden und würde das auch einfach machen. 18 nicht getroffen. Also nicht pariert. Dann kannst du Schaden machen. Das sind immerhin 12.
Mhm. Göttergefällige 12. 12 Punkte, alles klar. Nicht pariert, dann sind das seine ersten 12 Schadenspunkte. 12 auf der 12. Und ich würde dann auch, ich weiß nicht, willst du parieren? Er würde jetzt auf alle Fälle dann auch gleich seinen Schaden machen wollen, also er greift dich an. Ja, ich will parieren. Hm, okay, machen wir gleich. Nach Kronox, Falk, 14. Neben mir ist ja gerade jemand mit unglaublicher Geschwindigkeit langgelaufen, hat den Kopf gespalten. Deswegen bin ich hier nicht mehr vonnöten und würde mich in Richtung von Ronga begeben. Und mit einer freien Aktion überschnell ziehen. Und mit einer freien Aktion überschnell ziehen, man durchziehen. Okay, dann hast du zwei Aktionen benutzt zum Sprinten oder zum Laufen. Bist auf deiner Seite da. Und Zaron, 15. Brin zieht vor. Brin zieht vor. Brin macht ein paar freie Schritte und einen Sturmangriff. Okay. Hast mehr als vier. Der Rondra, muss man ja einfach sagen, der hat schon pariert. Ja, und wollte angreifen. Pariert hat er schon, genau, und er will gleich angreifen. Und erstmal treffe ich. Wenn erstmal treffe ich, so, ja, kann er nicht einfach umwandeln. Er wird auch nicht umwandeln, nein. Du Schuft, du Schelm. Dann kriegt er nochmal 21. Okay. Hast du die zwei TP, die du aus dem Achsel bekommst, mitgerechnet? Nein, habe ich nicht. Dann kriegst du 23. Dann sind das mindestens zwei Wunden. Auf die Brust ist das nochmal 2W6 Zusatzschaden. Und er würfelt eine Selbstbeherrschungsprobe. Ich weiß nicht, ob er genug LE hat, um noch zu stehen. Doch, genug LE hat er. Warte mal, er hatte schon eben 12 bekommen. Jetzt, er kriegt jetzt 30. Ja, er hat schon... Ich 30, ja. Ich habe noch zwei mehr bei Axel. Er hatte auch schon 12 gehabt, also er wird, ja, beschreibt die Szene. Ja, ne? Für Rondra kommt Brin wieder angerannt, rennt mit einer wahnsinnigen hohen Geschwindigkeit an Novize Kronox vorbei, um ihn zu retten und prügelt die Axt sozusagen in einem einzigen rasenden Hieb seitlich in die Rippen rein und muss so tief eindringen, dass er danach den Stiefel braucht, um sich an der Brust kurz abzustützen, um die Axt wieder rauszuziehen, die wahrscheinlich jetzt sogar Herzblut kurzzeitig an seiner Klinge hat. Okay, du würfelst mir bitte nächste Kampfrunde vorher noch eine Körperbeherrschungs- oder Athletikprobe, um in den ganzen Scheiß Blut nicht auszurutschen. Mache ich jetzt einfach schon mal. Ja, so, Zaron, 15, du bist weiter am Beten. 19, Novize, warte, 17, ich habe vorher noch, zwei habe ich noch und einen Hund. Der Hund hat sich wieder aufgerappelt, der ist von Baal Iriad beseelt und wird sich jetzt tatsächlich auch auf Ronga stürzen. Und zwar auf der 17, behandle ich ihn. Großartig. Trotzdem, vorher greife ich mit den zwei Pilgern an. Die wandeln um und werden zweimal angreifen. Auf die 16, beziehungsweise vier weniger, 1, 2, 3, 4 würfel die einfach mal. Ja, da ziehe ich einmal vor. 13 und 16 trifft und 3 und also 3-mal würde getroffen sein. Okay, ich ziehe vor meinem Pilger vor und möchte ihn einen gezielten Stich aufdrücken. Okay. Der ist erschwert um 4, durch meinen Waffenmeister um 2 Punkte erleichtert, also werfe ich mit einer Erschwernis von 2. Und das wäre geschafft. Er hat keine Paradeaktion, da er offensichtlich umgewandelt hat. Das geht gegen die Brust. Ja. Und ich würfel den Schaden aus. Den muss ich neu eintragen, weil das leider nicht meine von Zwergen geschmiedete Waffe ist. Und das sind 12 Schaden in die Brust. Das sind 2 Wunden. Trefferzone minus 2, also die Wundschwelle minus 2, ne? So ist es. Also ich zusätzlich dazu, wenn eine Wunde verursacht wird, wird eine zweite Wunde verursacht. Das heißt, er kriegt 2W6 Zusatzschaden. Er würfelt und eine Selbstüberschungsprobe. Genau das. Puh. Die ist erschwert. Die erste ist erschwert um Trefferpunkte über der Wundschwelle. Wenn er eine Wundschwelle von 7 hat, nehmen wir mal an, und kein, hat er Eisern? Hast Eisern, ja. Eisern, okay, und Konzi 13 sind 9, ne? So ist das. Dann ist die um 2 verringert. Damit ist die Probe erschwert um 5. Ja. Hat er das geschafft? Fällt er hin, alles klar. Dann fällt er hin. Das war dein erster gezielter Stich. Zweite Aktion behalte ich mir als Reaktion. Novizianus, du wirst zweimal angegriffen. Ja, ich möchte gerne eine Attacke auch vor ihm ziehen, die er nicht parieren kann. Gleiches Spiel, 4 Ansage zur Schadenserhöhung für 2 Schaden. Okay. Das ist geschafft. Das ist geschafft. Schaden. Schaden. Plus 2. 10.
Genau, an dieselbe Stelle wie eben. Das sind und den zweiten pariere ich. 10 auf die 6. Den hatte ich eben schon. Ein paar Lebenspunkte hat er noch. Und dann kommen 2 auf dich eingeprügelt. Hattest du schon eine Parade gewürfelt? Nein, genau. Der erste macht 5, der zweite macht 8. Ich nehme an, ich weiß nicht, dass der zweite mehr Trefferpunkte macht. Nein, du parierst den ersten. Parierst du mal den ersten. Okay. Ja, aber den pariere ich auch. Gut, dann bekommst du 8 TP, sind 8 SP, weil du Novize bist. Und ohne? Dann handle ich den Hund ab. Baal Iriad als Hund. Also, und ich der mach möchte mir selber eine Zone, ne? Ronga, ja genau, der möchte Ronga anspringen. Ja, dann sagst du mir mal seine Trefferzone, denn ich seine Distanzklasse, denn ich möchte ihn entgegenhalten. H für Hunde. H für Hunde, ja genau. Genau, das Tiere heißt, beißen auf H. Ich halte ihn auf S gegen, das heißt, seine Attacke ist um 12 Punkte zusätzlich erschwert. Du hast einen Anderthalbhänder, ne? Ja. So ist das, NS. Mhm. Dann würfel ich eben einmal meinen Gegenhalt. Das ist natürlich erschwert um 4. Ist dann noch geschafft. Ich habe alles ignoriert, ne? Hat sicher hart bei mir funktioniert. Okay, du musst mal die GS des Bluthundes geben. Die GS vom Bluthund machen wir eine 10. 10, das heißt, mein Schaden, den ich raufkriege, ist plus 5. Und das sind 13 halbiert 7. Minus Rüstungsschutz. Ja, okay. Werden notiert. Rüstungsschutz vom Hund irgendwie Leder 2. 7 sind 5. Dann. Nach meiner 17 wäre der Novize von Kain dran. Ja, der hat gerade gesehen, wie zwei Kultisten vor ihm von einer unglaublich schnellen Gestalt, die er nur verschwommen erkennen konnte, in pinken Nebel verwandelt wurden. Und hat leider seine Selbstbeherrschung nicht geschafft und steht mit offenem Mund da und tut nichts. Okay. Dann ist Novize Kasim, Janus, du warst schon fertig, Ronga, du warst fertig, Brin hatte vorgezogen, nächste Kampfrunde. 13 Kronox. Fange ich an? Ja. Ja, Novize Kronox sagt jetzt erstmal Fragen für Rondra, nachdem er wahrscheinlich auch eine ganze Menge Schwall Blut abgekriegt hat. Versucht aber weiter zu stürmen in Rondras Namen und Prajos Namen. Ich kann mit freien Aktionen vor und dann kann ich einen Sturmangriff auch auf den in der Mitte machen, oder? Das ist unser Mann. Du kannst auch auf Goswin. Gewechselt. Nee, das frei in deiner Wahl. Gut, dann machst du einen Sturmangriff auf Pilger 4. Da dachte er kurz, er kann sich dem Boss stellen. Das ist getroffen. Ja, er kann das aber auch wieder parieren. Und wird er auch tun. Dafür ist er da. 1, oh. Ist sogar eine freie. Dann kann er auch gleich umwandeln. Und ich ziehe ihn vor. Er haut dir jetzt 2 Attacken. Ein Passierschlag auf einen gelungen, also auf einem. Ach nee, bis gelungen nur. Die Attacke ist gelungen. Entschuldigung. Genau, der Sturmangriff war gelungen und er hat einfach nur eine freie Parade genommen. Er wandelt um und haut jetzt 2-mal sein Langschwert ins Gesicht. Auf die 16 bzw. auf die 12. Beide treffen. Hat der Novize Meisterparade? Hat er nicht, weil du Sturmangriff bist. Ah, hat er sowieso nicht, genau. Genau. Die Novizen haben unsere Werte zum Kämpfen. Dann bekommst du einmal eine 7 und nochmal eine 7 und du hast keine Rüstung, sind 7 SP, sind 14 SP. Autsch, also ja. Der Novize ist gleich tot. Schon ganz schön geschwitzt. Falk, 14. Ja, ganz in rondrianischer Manier bewege ich mich in seine Seite. Ja. Oder in den Rücken komme ich auch, das ist gut. Klar, das ist minus 5. Minus 5, egal was du machst. Dann benutze ich noch einen präzisen Stich, also 2 Schaden erhöht. Das sieht gut aus. Der ist getroffen. Ja, mach deinen Schaden. Und dann kannst du rondrianisch den Kill klauen. 7 habe ich. 7, dann beschreibt die Szene. Ja, der Pilger, der Priot
kämpft dort Rondrianisch mit seinem Gegner, tauschen einige Schläge aus. Da stehle ich mich an der Seite vorbei und steche dem Gegner von hinten in den Rücken. Drehe die Klinge leicht und habe einen entsetzten Gesichtsausdruck. Okay. Benutzt bitte eine freie Aktion, um für Rondra zu sagen. Nach der 14 kommt 15 Zaron. Ja, noch eine Kampfrunde, dann ist das Gebet fertig. Dann ist der Frieden eingekehrt. Noch, ja, das sind alle 17, Matsch. Die Hunde und ein Pilger habe ich noch. Den Pilger mache ich jetzt erstes. Ja, Kasim zieht vor. Kasim, Novize Janus zieht vor. Ja. Freien Schritt. Zweimal Hundi. Einmal zwei Punkte Schadenserhöhung mit vierer Ansage. Also das gleiche Spiel. Das ist plus 4. Das ist geschafft. Weicht der Hund aus? Der Hund weicht nicht aus. Er ist bald irriert. Ja, okay. Fair point. Das sind 12. Vermutlich mit nicht geweihten Waffen. Genau, nicht geweiht und dementsprechend halbiert. Und Rüstung abgezogen. Okay, dann... Und ich hab ja umgewandelt. Ja. Er bekommt nochmal 6. Aber ja. Nochmal 6 ist halt egal, sind 1. Okay, dann 17. Ich fange mit dem Pilger 1 an. Der haut Honga zweimal sein Schwert ins Gesicht. Der liegt am Boden durch Wundschmerz. Achso, genau, den habe ich doch gar nicht gewürfelt, ne? Die Selbstbeherrschungsprobe. Doch, hast du. Du hast den 1W6 plus 3 Kampfrunden, die am Boden liegen, noch nicht gewürfelt. Siehst du, dann liegt er am Boden. Dann habe ich nur noch den Hund. Greift der Hund dich an. Wir sind auf S, ne? Ja. Dann greife ich jetzt den Novizen Janus an und beiß ihm zweimal ins Gesicht. Ja, dann ziehe ich vor. Und greife den Hund an, und zwar mit einem Festnageln-Manöver. ich habe einen Waffenmeister drauf, der erleichtert mir das um 4 Punkte. Ich gebe mir die 4 Punkte nochmal als Ansage obendrauf zur Schrammverwendung. Und das ist aber nicht gelungen. Ja, dann bekommst du auf deinen Chip? Nee, hat er schon ausgegeben. Keinen Chip. Okay. Bei dir meinen geben, Kasim ist ja nicht mehr. Es gibt einen Passierschlag, oder? Nee, gibt es nicht. Nein, das haben wir noch erschweren beim nächsten Mal. Okay, dann Janus ist fertig, Ronga ist fertig, Brin, 34. Der Hund wollte eigentlich angreifen. Ja, noch vorher. Genau. Dann würfel ich zweimal auf Janus. Würde beide treffen. Jawohl, der weicht frei aus. Oder ich versuche es. Ich bin einmal nicht frei ausgewichen und... Dann bekommst du einmal 9. Zweite Mal auch nicht. Dann bekommst du zweimal 9. Ist freies Ausweichen, bekommt keinen Malus, wenn du es das zweite Mal probierst, oder? Du bekommst immer den Initiative-Abzug. Ja klar, den Ini-Abzug. Du bekommst keine Erschwernis für das zweite Mal. Okay, dann ist der zweite Mal ausgewichen. Du bekommst nur Initiative-Malus. Du verlierst also eine Menge Initiative dadurch. Jeweils 4, ne? Ja. Gut, dann ist der Initiative Janus jetzt bei Ini 12. Genau. Und muss nur den ersten Treffer hinnehmen. 9 Schaden. Der wäre... 9 Schaden. 9. Aua. Dann machen wir weiter mit Brin. Brin. 1, 2, 3, Tippelschrittchen und hui, Sturmangriff. Soll ich dir nochmal eine Probe würfeln, ob ich mich nicht auf dem Weg dahin aufs Maul lege oder sowas? Du hast deine Körperbeherrschungsprobe gewürfelt, ne? Du bist sowieso Athletik, ein Athlet. Athletik hat nicht gewürfelt. Ja. Soll ich lieber Körperbeherrschung? Nö, du kannst beides. Athletik ist gelungen, du mit 6 Punkten übrig. Du bist ja auch ein Athlet. Oder ein Akrobat. Ja, gut, dann würfel. Sturmangriff. Der hat ja auch schon gemacht. Für Rondra, gelungen. Gelungen, ja, knapp. Schaden? Nur 22. 20. Ich vergessen die 2 Punkte vom Axaradus reinzurechnen. Ja, beschreib die Szene. Sekunde. Ja, so kommt der Mann mit der Streitaxt wieder angerannt. Brin rennt auf den Pilger zu und rammt ihm die Axt so tief zwischen den Eiern hoch in den Unterbauch, dass man sagen kann, jetzt hat er 2 Pimmel. Und ja, so beim Rausziehen fällt auch wieder eine ganze Menge Gedärme auf den Boden.
Nächste Kampfrunde. Zaron hat eine Liturgie. Was tut sie? Ja, ich spreche den Schutzsegen auf Grad 3 Variante, weil ich ja keine Ahnung habe, was das für Viecher sind. Ich krame also schnell ein paar Kerzen raus, rolle die in verschiedene Ecken und fange an zu Zar zu beten und mal schauen, ob das was wird. Das sieht gut aus. Ausgezeichnet. Dann kannst du in diesem Kellerloch dein Pülverchen ausstreuen, irgendwelche Regenbogen schillernden Chitinstückchen, einen Schutzkreis ziehen und ihr könnt nach und nach dann auch mit vereinter Kraft der Novizen, mit der Macht von Rondra und generellem Heldentum nicht nur die Pilger vom Haus der Schwarzen Sonne umbringen in diesem Ritualkeller, sondern auch dann nach und nach diesen Bluthund in Stückchen schneiden, der unverhältnismäßig viel aushält an Schlägen, an Tritten und an Stichen. Er ist jetzt auf doppelt geweihtem Boden. Aber irgendwann wird auch er verglühen, verbrennen und mit einem widerlichen Knacken seines Kiefers wird wohl irgendetwas Schwarzes, Unsichtbares aus seinem Körper ausfahren. Ihr könnt noch die grobe Gestalt eines großen Riesen erkennen, der wohl in einen schwarzen Kutschermantel gehüllt ist. Irgendwelche Haken und Spieße, die wohl von seinem Körper ausgehen. Und dann ist alles ruhig. Nur noch das gequälte Stöhnen von dem Praios geweihten Goswin von Wetterau klingt, den ihr dann in der nächsten Zeit befreien könnt aus diesem finsteren Ritualkeller. Er wurde wohl vor kurzer Zeit entführt und ihr könnt auch mit dem verwundeten Pilger vom Haus der Schwarzen Sonne sprechen. Und so wart ihr erfolgreich. Ihr könnt, wenn ihr dann irgendwann nach oben kommt, auch auf eure anderen Mithelden treffen, die wohl in dem toten Briefkasten Hinweise entdeckt haben, die sie dann ebenso zum Haus der Schwarzen Sonne geführt haben.